Dieses Video informiert Sie zum Partizipium Konjunktum. Partizipium Konjunktum wird eine Partizipialkonstruktion genannt, in der sich das Partizip auf ein Satzglied, zum Beispiel das Objekt, bezieht. Das Partizip stimmt in Kasus, Numerus und Genus mit seinem Bezugswort überein. Dazu ein Beispielsatz. Cinatori cinanti epistula redita est. Der Brief wurde dem Senator gebracht, als er speiste. Bezugswort des Partizips cinanti ist senatori, Dativobjekt. Beide stehen im Dativ Singular Masculinum. Das Tempus des Partizips bezeichnet das Zeitverhältnis zur Handlung des Prädikats. Das Partizip Präsens Aktiv steht für eine gleichzeitig verlaufende Handlung. Ein Beispielsatz. Gaius domum properans amicum invenit. Als Gaius nach Hause eilte, traf er seinen Freund. Die Handlung verläuft gleichzeitig. Es wird das Partizip Präsens Aktiv verwendet. Das Partizip Perfekt Passiv steht für eine vorher geschehene Handlung. Auch hierzu ein Beispielsatz. Aeneas Trojam agreces deletam relinquit. Aeneas verlässt Troja, nachdem es von den Griechen zerstört wurde. Die Handlung geschah vorzeitig. Es wird das Partizip Perfekt Passiv verwendet. Ein als Partizipium Conjunctum verwendetes Partizip im Futur Aktiv bezeichnet ein zukünftiges Ereignis. Dies wird im Deutschen mit einem Temporalsatz und im Begriff sein oder kurz davor stehen, etwas zu tun, übersetzt. Ein Beispielsatz. Marcus magistrum intraturum videt. Marcus sah den Lehrer, als er im Begriff war, einzutreten. Das logische Verhältnis von Partizip zu übergeordneten Satz kann temporal, kausal, konzessiv oder modal sein. Dementsprechend erfolgt die Übersetzung durch einen temporal, kausal, konzessiv oder Modalsatz. Ein Beispiel für einen Kausalsatz? Magister discipulum speciem miseram prebentem interrogavit. Quid est Marce? Der Lehrer fragte den Schüler, da er einen elenden Anblick bot, was ist los, Marcus? Ein Beispiel für einen Konzessivsatz? Servus a domino reprehensus tamen non laborat. Obwohl der Sklave vom Herrn getadelt worden ist, arbeitet er dennoch nicht. Außer der Übersetzung mit einem Adverbialsatz kann das Partizipium Conjunctum auch mit einem Hauptsatz, mit beiordnender Konjunktion oder einem präpositionalen Ausdruck übersetzt werden. Auch hierzu ein Beispiel. Gaius matrem magna voce vocantem non audit. Kann übersetzt werden mit Gaius Mutter ruft mit lauter Stimme, trotzdem hört Gaius sie nicht. Oder mit trotz lauten Rufens hört Gaius seine Mutter nicht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video helfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.